würde gleich mal einsteigen mit der nackten Kanone als Vergleich. Da hat es mir geheißen, bei der nackten Kanone im Drehbuch gab es eher wenig. Nackte Kanone hat gelebt von den Improvisationen der Szenen und das Drehbuch wurde ständig geändert. Wie war denn das bei Bully Parade der Film? Kann man das so ähnlich sagen oder hattet ihr einen strikten Vorlauf, an dem ihr euch gehalten habt? Naja, wir hatten ein Drehbuch, ja. Also der Vorteil war, dass wir es auch selber geschrieben haben. Also insofern waren wir nicht überrascht, was wir da am Set spielen müssen. Das war vielleicht bei Nackte Kanone anders. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt das gar nicht so glauben kann, dass das alles immer komplett um ist. Waren Sie dabei? Nein, leider nicht damals. Also vom Alter her würde es passen, aber damals noch nicht. So, das war's. So, der nächste Film. 15 Minuten waren Sie. Ja, schlecht. Jetzt. Weißt du, was Speed-Dating ist, oder? Das machen wir hier so. Scheiße, verkackte erste Frage. Das Drehbuch bei Bully Parade der Film, war das ein Gemeinschaftswerk? Wie ist das Drehbuch entstanden und wie habt ihr das konzipiert? Weil Bully ist eigentlich nur eine Schreibkraft. Ich bin die Schreibmaschine. Man hat sich halt auf die Episoden konzentriert. Und das Tolle ist, dass wir quasi in diesem Film, das macht den Film auch so kurzweilig, wir haben keinen störenden Mittelteil. Obwohl die Kritiker schreiben könnten, warum kein Mittelteil? Das kann natürlich auch passieren. Ja. Dafür haben wir 5 rote Fäden. Ja, ja. Stimmt. Rote Fäden sind auch sehr gern gelitten. 5 rote Fäden, aber kein Mittelteil. Wie viele Drehtage hattet ihr insgesamt? 42. Oder? Boah, weißt du das? Weil ich es ihm gestern gesagt habe. Also 42 Drehtage und ich bin selber überrascht, dass wir das auch in 42 Drehtagen hingekriegt haben. Wie läuft so ein Drehtag ab? Muss man sich das vorstellen? Irgendwie? Schrecklich. Mir hat es nicht so gut gefallen. Das ist nicht wahr, du hast war ein Witz. Ja, natürlich, war es ein Witz. Ich habe einen Witz gemacht. Nein, war ein tolles Catering. Ich würde sagen, die Drehtage waren recht eingespielt, weil uns das alles sehr vertraut vorkam. Obwohl jetzt 13 Jahre dazwischen lagen, hat sich das so angefühlt, als hätten wir erst vor einer Woche das letzte Mal zusammen gedreht. Warum war Jacqueline das kotzende Pferd nicht dabei? Mutterschutz, Sabbatical? Tot. Tot. Nicht mehr ausgekotzt, nicht mehr da. Leider. Ja, ist ja schon eine Weile her. Wie alt wären Pferde? Ja? Wie alt wären Pferde? Älter als Wellen. Weiß das hier jemand? Älter als Wellen sind nicht alt, zum Beispiel. Wie alt? Über 20. Jacqueline ist bestimmt erst 19. Über 20 Jahre. Oh Gott, dann gibt es ja bei uns schon 18. Jetzt ist ja der Bully Parade TV, ist ja schon eine Zeit her. Inwiefern unterscheidet sie sich denn jetzt so nach der langen Zeit? Irgendwie sind es andere Gags, muss man da anders rangehen? Oder was unterscheidet die Bully Parade der Film von den alten TV-Klassikern, möchte ich fast schon sagen? Ich glaube, dass wir uns alle Gott sei Dank so ein bisschen weiterentwickelt haben, sonst wäre das alles todtraurig. Rick mit seinem Stand-Up-Programm. Bully hat versucht, ein paar Filme zu drehen. Ich auch. Und jeder hat halt seine Richtung weiterverfolgt. Und wir haben die Figuren schon den Grundcharakter behalten, aber haben schon so ein bisschen rumgetuned dran. Ich glaube, man hat sich nicht hingesetzt, hat gesagt, jetzt machen wir das, sondern man hat erstmal die Figuren gehabt und geguckt, in welches Umfeld, in welche Story packst du die Figuren am besten rein. So.